Nach dem flächendeckenden Ausbau des bundesweiten digitalen Bündelfunknetzes im Burgenland stellten auch die 322 burgenländischen freiwilligen Orts-, Stadt- und Betriebsfeuerwehren ihr seit Jahrzehnten verwendetes analoges Funksystem im Oktober 2016 auf das digitale BOS-Funksystem, verschlüsseltes Funksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, um. Im Rahmen der vom Land Burgenland unterstützten Ankaufsaktion wurden den burgenländischen Feuerwehren bis 31. Oktober 2019 3.100 digitale Fixfunkstationen für die Feuerwehrhäuser bzw. digitale Mobil- und digitale Handfunkgeräte für die Einsatzfahrzeuge übergeben. Damit ist eine typenreine Ausstattung der burgenländischen Feuerwehren mit digitalen Funkgeräten gewährleistet. Um allen Feuerwehrfunkern Gelegenheit zu geben, ihren Ausbildungsstand unter Beweis zu stellen bzw. sie anzuregen, ihre Kenntnisse zu erweitern, werden österreichweit Funkleistungsbewerbe veranstaltet. Beim Funkleistungsbewerb wird vor allem auf die Bedienung der neuen digitalen Mobil- und Handfunkgeräte besonders Wert gelegt. Ihr Bauanknungsgehilfen verstanden können. Ihre Befugnis verstanden, Ende. Bewerber und Bewerter auf mein Kommando! Bewerber und Bewerter! Hauptak! Bewerber und Bewerter! Rechts! Stopp! Geschätzte Feuerwehrmitglieder, geschätzte Ehrengäste, ihr merkt, es war ein langer Tag für mich auch. Wieder ein bisschen gut zu machen, verspreche ich euch, eine zügige Siegerehrung durchzuführen. Ja. 43. Funkleistungsbewerb in Bronze heißt, Mitte der 70er Jahren haben wir damals analog diesen Bewerb oder unsere Vorgänger eingeleitet. Mit Oktober 2016 wurde der Analogfunk umgestellt und heute haben wir 3.100 Funkgeräte, Fahrzeuge, Feuerwehrhaus, Handfunkgeräte in den burgenländischen Feuerwehren. Was hilft das beste Gerät, wenn es die Mannschaft nicht beherrscht? Ihr seid heute angetreten, um nicht mit dem Funklehrgang zufrieden zu sein, sondern sich auch der Herausforderung zu einem Leistungsbewerb zu stellen. Seit den Anfängen der Funkleistungsbewerbe darf ich berichten, dass insgesamt 2691 Funkleistungsabzeichen in Bronze bisher erworben wurden. In Silber waren es 1462. Und im Goldbewerb sind es 243. Dieses Stichwort darf ich zum Anlass nehmen, um die heutigen Absolventen, die erfolgreichen Absolventen, vielleicht einladen, schon im März, im ersten Quartal des Folgejahres 2020, sich für das Funkleistungsbewerbsabzeichen in Gold zu melden. Die Leistungen waren sehr gut. Eine weiße Fahne kann es heute nicht geben. Das darf ich vorwegnehmen. Ich darf, um es nicht zu lange zu machen, allen Bewertern danken. Ich darf der Bewerbsorganisation danken. Eine wirkliche Herausforderung. Dank eurer Disziplin ist es fast pünktlich abgelaufen. Ich darf euch als Teilnehmer danken, dass ihr euch zum ersten beworben habt und darf gleichzeitig zur bestandenen Leistungsprüfung natürlich gratulieren.
Ich darf auch den Ehrengästen danken für ihr Kommen, die Wertschätzung seitens unserer Vertreter der Landespolitik. Mit der können wir sehr, sehr gut leben. Ich wünsche eine Woche vor der Adventzeit euch und euren Familien nach dem heutigen Feiern eine ruhige Adventzeit. Dankeschön. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung und gleich vorab, ich werde es natürlich sehr kurz halten, aber als Wertschätzung darf ich doch zwei, drei Sätze an Sie richten. Natürlich hat es sich jetzt ein wenig verschoben, aber ich habe die letzte Stunde sehr, sehr genossen. Es hat fast begonnen, gemütlich zu werden und der Spritzer der Kantine schmeckt auch. Aber Scherz und Spaß beiseite, ich darf allen, die sich diesen Bewerb heute gestellt haben, gratulieren. Die paar wenige, die es wahrscheinlich nicht geschafft haben, denen alles Gute fürs nächste Mal. Das ist halt ein Bewerb und bei so vielen Teilnehmern gilt es hier fair und richtig zu bewerten und das ist auch gut so. Den Bewertern herzliche Gratulation, dass ihr das durchgestanden habt. Bei so einer hohen Teilnehmeranzahl darf ich nur gratulieren und für mich ist es immer wieder ein Zeichen, wenn ich bei Veranstaltungen der Feuerwehr dabei sein darf, ein Zeichen, dass es funktioniert, dass ein Engagement da ist, dass Menschen dieses Feuerwehrwesen ernst nehmen und mit wirklicher Herzkraft dabei sind. Dazu gratuliere ich euch allen, den Organisatoren, den Bewertern, der Bewertungsleitung, die übrigens aus dem Bezirk Oberbullendorf kommt, aus welchem ich auch komme, freut mich natürlich insbesondere. Und noch ein letzter Satz auch zum Funk selbst. Ich denke, dass es eine sehr, sehr wichtige Geschichte des Funkes ist. Das ist eine Kernaufgabe, Informationen weiterzugeben, Standesmeldungen abzugeben, einzuberufen und auch aber dann letztendlich auch zum Einrücken zu melden. All das sind wichtige Faktoren in der Kette eines Einsatzes und deshalb gilt es natürlich auch, die Lehrgänge zu besuchen und sich wie heute auch einen Bewerb zu stellen. Allen, die Bronze und Silber heute absolviert haben, alles Gute, darf ich gratulieren. Feiert noch brav, schaut aber, dass ihr das macht, wo ihr herkommt, schaut, dass ihr nach Hause kommt, dort feiert man aller Regeln noch am liebsten und am besten. Alles Gute und noch ein schönes Wochenende und natürlich auch eine schöne, besinnliche Adventszeit und alles Gute. Thank you.
Vize, Jennifer Rathmann, aus Kleinmutschen. Platz 15, Freiburg Patrick aus Limpach. Bewerbsfahne einholen, Bewerb beenden.